Servus Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, wir sind jetzt im dritten Teil der Insel angekommen. Also waren wir schon in der letzten Folge, aber wir haben jetzt hier so unser erstes Lager aufgeschlagen. Und wir haben jetzt hier zwei Ziele, was wir weitermachen könnten. Das schauen wir uns doch schnell auf der Karte an. Zwar einmal hier dem Khan angemessen, ein Mann im Hyogaku-Tempel möchte mit dir sprechen. Ich werde herausfinden, was er will. Hier gibt es eine Rüstung eines mongolischen Kommandanten. Oder halt die Hauptstory. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal das hier. Und vielleicht brauchen wir die ja, um irgendwie, ja, die andere Rüstung, die Rüstung sage ich schon, die Burg oder so zu infiltrieren. Da, wo der Khan sich aufhält. Lassen wir mal schauen. Genau, breit, breit, breit. Kamiagata. Okay. So, Bildmarke geht an. Und dann schauen wir doch mal. Also hier gibt die Hauptstory weiter. Und er will anscheinend Helft hier mir, irgendwas. mein Herr! Die Mongolen haben meinen Meister gezwungen, für Khotun Khan höchstpersönlich eine Rüstung zu schmieden. Er erobert nicht nur unsere Heimat, sondern stiehlt noch das Handwerksgeschick unserer Leute. Als die Rüstung fertig war, nutzte mein Meister die Chance zur Flucht. Er machte sich mit der Rüstung davon. Wo hat er sie hingebracht? Er versteckte zwei Teile auf verschiedenen Gehöften, weit voneinander entfernt. Und die anderen? Die Mongolen haben sie. Sie fanden euren Meister, bevor er den Rest versteckte. Als er sich weigerte, die Fundorte der fehlenden Teile preiszugeben, richteten sie ihn hin. Okay. Ich finde alle Teile dieser Rüstung und räche den Tod des Meisters. Er wäre geehrt, würdet ihr die Rüstung tragen, mein Herr. Bringt mir die Teile zurück und ich werde sie für euch anpassen. Will ich eine mongolische Rüstung dem Khan angemessen? Vier Orte aktualisiert, okay, ganz schön weit auseinander. Wir nehmen jetzt aber ihre auch gleich an, weil die Sachen, die können wir nebenbei machen. Mal schauen, was sie zu erzählen hat. Wir könnten die alte Straße von Omi durch Fort Kamino Dake benutzen. Aber die Mongolen kontrollieren sie. Du brauchst Hilfe, um sie zu vertreiben. Ein paar Jäger haben auf dem Sago ihr Lager. Ihr Anführer heißt Takeshi. Freund von dir? Nein, aber er wird tun, worum ich ihn bitte. Und er hat gute Schützen. Triff dich mit ihnen. Ich schleiche mich durch die Burg deines Onkels und treffe unsere Freunde in Omi. Greift ihr das Fort von Süden her an. Ich schlage aus dem Norden zu. Mit deinen Jägerfreunden. Glaubst du, das klappt? Ja. Schon, es klappt. Sei vorsichtig, Yuna. Du auch. Okay, finde Takeshis Lager in der Sago-Präfektur. Ach du Scheiße. Puh, es ist ganz schön weit. Was ist das hier? Okay, können wir die Geschichte fortsetzen? Na komm, ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung und kämpfen uns dann halt langsam nach unten. Pferdchen haben wir auch. Das nehmen wir jetzt. Ja. Können wir nicht nehmen, gell? Aber mit dem Weiß ist es schon heftig. Tengai, wahre Meisterschaft beginnt, wo das enge Ego endet. Was ist das?
Ach du Scheiße. Ja, das setzen wir lieber mal nicht auf. Erstmal ein paar Punkte aufdecken hier auf der Karte, dass wir ein paar Schnellreisemöglichkeiten haben. Walfängerdorf Gehöft. Oh, das ist so heftig mit dem Weiß. Kämpfen wir! Ja, schon krass, kann man einfach mal alle fünf auf einmal wegschnetzeln. Stillhalten. Ihr habt mich gerettet, Fürst Sakai. Ich werde die schlimmen Gerüchte um euch niemals glauben. Könnt ihr irgendwo hingehen? Ich weiß nicht, mein Herr. Ich war auf der Straße unterwegs, als ich auf ihren Außenposten stieß. Die Mistkerle verschleppen jeden, der passieren will. Ich räume die Straße. Versteckt euch so lange. Kater Visier, das haben wir jetzt. Okay. Hier wird ja was bekommen. Das passt auch, die Karte füllt sich langsam. Vorne ist auch schon das Gehöft, sehr schön. Okay, komm jetzt hier nicht ran oder was? Okay, das ist voll. Super, das habe ich ja schon lange gemacht. Ah!
Okay, das war schon, oder wie? Hier frei. Meine Gebete wurden erhört. Geht. Gebt auf euch acht. Okay. Ah, wir sind 5 Geiseln retten. Ach du Scheiße. Geht man durchs hohe Gras durch. Sakai. Vorsicht da draußen. Legium Hastinta. Okay. Gegner sind immer noch in der Nähe. Das ist so gefährlich. Sehen Sie aber keinen? Yeah!
Ich kann nicht. Es ist noch nicht sicher. Schau nicht, dass hier auf einmal. Okay. Also würde ich erst die ganze Gruppe umbringen. Hab Dank, Fürst Sakai. Ihr seid sicher. Ein paar Pfeile, glaube ich, wäre nicht schlecht. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Geht. Gebt auf euch acht. Okay, fehlt noch einer. Schauen wir, wo der jetzt ist. Müsste aber eigentlich alles gesäubert sein. Eventuell dort oben. Das ist zu gefährlich. Okay, können wir noch nicht retten. Zwei Gegner noch. Okay, Bild!
noch nicht sicher. Eieiei. Okay. Nehmen einmal alles mit. Aber. Bitte befreit mich! Bald seid ihr frei. Sehr schön. Mein Herr, es muss euer Schicksal sein, hierher zu kommen. Das Rüstungsteil wurde uns von seinem Schöpfer anvertraut. Er floh vor den Mongolen. Es wurde für Koto und Khan angefertigt. Doch nun werde ich es tragen. Danke, dass ihr es aufbewahrt habt. Natürlich, mein Herr. Okay. Sehr schön. Ja, okay, die Lager sind jetzt nicht mehr so das Problem, muss ich sagen. Es geht eigentlich jetzt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich hier runter. Ziemlich weiter Weg noch. Stellt euch und kämpft! Und der letzte. Alles wird wieder gut. Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Vorsicht da draußen. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Okay. Geschieht das wirklich? Und weiter geht's durch den Schneewald. 480 Meter. Thank you.
Ist jetzt gar nicht mehr so leicht hier mit den Spuren verfolgen, weil hier alles weiß ist. Und der Wind natürlich auch weiß. Töte General Batu. Das könnte man eigentlich ja mitmachen, gell? Wenn wir schon hier sind, dann machen wir das doch schnell. Das ist schnell, wir müssen schauen natürlich, ob wir das schnell hinbekommen. Hier, wenn er herkommt. Okay. Banner. Sky.
Alter. Okay. Rauchbomben voll. Riesenlager, hä? Okay, wir müssen noch Falken und Gegner mit Kurzbogen töten. Ich weiß nicht, ob wir noch so viele Gegner hier haben. Okay, ein Gegner noch. Und weil die Thank you.
Okay, hole das Sashimono-Banner. Oh, hier lebt noch einer. Gibt's einen Haufen Zeug zu looten? Schwarzpulverversteck. Das war mir klar. Okay. Natürlich jetzt keine große Kampfform. Scheiße. Teil der Rüstung, die für den Khan bestimmt war. Okay. Na, will waschen hier. General Batu. Neue Techniken verfügbar. Hier unten. Das können wir noch gar nicht machen, gell? Verwende. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Das heben wir uns aber noch ein bisschen auf, würde ich sagen.
Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch Schluss und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.